Moin, moin, meine Freunde. Die letzten Tage waren ja relativ schleppend. Wir haben uns immer so knapp auf Platz 13 oder 14 der Welt gehalten. Und ich will wieder nach oben. Ich will wieder Platz 9, Platz 8, Platz 7, irgendwie sowas haben. Und dazu muss ich besser spielen. Der gute Beshri spielt das gleiche Deck wie ich. Und der hat mir ein paar gute Tipps gegeben, wie ich mit meinem Deck einfach ein bisschen besser spielen kann. Deswegen nutzen wir jetzt meine letzten 4 Tokens aus und versuchen einfach die Ultra-Winning-Streak aufzubauen und einfach ein bisschen höher zu pushen. Wenn euch das Ganze gefällt und ihr mich auf meinem Weg begleiten wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Wir gehen jetzt rein. Viel Spaß. Geh wieder gegen Hux. Mal sehen, was er spiegelt. Ich könnte mir vorstellen, dass er einfach Counters spiegelt. Hä? Oh, perfekt. Oh! Oh! Oh. Oh, war das knapp, Alter, war das knapp. Das Skelett kann man eigentlich immer spiegeln, da macht man eigentlich nie was verkehrt mit. Er macht's auch direkt weg, ist auch nicht verkehrt. Ich renne in seins rein, das ist schon sehr verkehrt. Levelvorteil. Boah, GG. Oh, er wird wieder Sperrgoblin spiegeln. Ah ne, er macht's mir nach. Auch gut. So, Count ist in meiner Falle. Oh, was ein Inferno. Seine Count ist weg. Nice. Oh, perfekt. Ich gehe nicht aufs Riesenskelett. Ist das geil. Oh, ist das ein Luxus, nicht aufs Riesenskelett zu gehen. Also wenn das nicht genervt ist, dann weiß ich auch nicht. Also wenn das nicht genervt wird, die Tage, dann fresse ich einen Besen. GS, was ist GS, GS, GS? Ach so, Giant Skelett. Nö. Porte dich weg, porte dich weg. Dankeschön. Oh, es ist immer so ein... So ein Krampf, wenn man sich nicht wegportet. So, Count ist weg. Das wird eine spannende Sache. Ne, ist gewonnen. Nein, schneller, 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 schneller. Oh. Bei ihm trifft nichts, aber bei mir auch nicht. Er ist gut eingesperrt, er ist gut eingesperrt. Oh, er ist richtig gut eingesperrt. Trotzdem gewinnt er das. Nein. Mein Ebelsand muss hitten. Mein Ebelsand. Hitte. Oh, hitte nochmal. Ja. Ja, war das knapp, Alter. Geil. Diese OP-Taktik. Boah, bitte face mich nicht. Wir haben gerade die höchste Siegesserie seit... Oh, nicht gegen Dave. Nicht gegen Dave, Digga. Dave wird mich so lang machen. Oh, er hat kein Riesenskelett am Anfang gezogen. Das heißt, erste Runde ist unsere. Das ist schon traurig, dass man das davon abhängig machen kann. Aber es ist Real Talk so. Das ist halt Real Talk so. Das ist wirklich traurig. Ich wollte den Ebelsand. Perfekt. Oh, hab ich Glück gehabt. Mein Ebelsand muss hitten. Ich muss am besten jetzt gewinnen. Am besten jetzt. Also so schnell wie möglich, bevor er auch das Riesen... Ja! Wir sind einfach die Besten. Da. Geil. Das ist einfach das Countess OP-Deck. Ich sag es euch, das ist das Countess OP-Deck. Oh, nee, Digga.
Er macht's jetzt so mit Absicht. Ja, Digga, ich kann aufhören zu setzen. Oh, es tut weh, Alter. Es tut echt weh. Muss es sein? Ist er jetzt deswegen online gekommen? Ja, das gewinne ich. Er zerstört meine Winning Streak. Es ist so. Mann. Es war so eine Absicht. Also, das war so offensichtlich absichtlich gefaced von ihm. Er macht halt haargenau gleiche Taktik wie ich. Nur, dass er Giant Skelett hoch hat. Ich hab ihn mit seinen eigenen Deck geschlagen, Alter. Ich hab ihn einfach mit seiner eigenen Taktik zerstört, Digga. Es war so absichtlich gefaced und dann habe ich ihn mit seinem eigenen Deck zerstört. Und seiner eigenen Taktik. Oha, das ist nice. Ich hab ihn mit seiner eigenen Taktik zerstört. Er sagt mir, wie ich spielen soll und ich zerstöre ihn und baue eine 14er Winning Streak auf. Grüße gehen raus an Beshri. Big Spin im Ranked! Nein, Digga! Nein! Und er spielt Archer Queen! Das countert mich auch noch! Das countert mich halt noch komplett. Jetzt zockt locker Eismagier, oder? Okay, kein Eismagier, das ist gut. Lauf dahin, du Giant Skelett, das ist sehr nett. So. Tschüss, Biggie! Ich stehe so unter Druck, Chat. Ich stehe so krass unter Druck gerade. Ich will nicht in meine Haut stecken, obwohl ich es tue. Ich hoffe es so sehr, dass er nicht mit Eismagier im Deck spielt. Baut er wohl um? Baut er um? Ja, deswegen setze ich auch meine Countess extra nach hinten, damit der Eismagier, wenn, woanders drauf hittet. Nein! Nein, 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 jetzt ist seins, oder? Es hat mich so weggeflext. Es hat mich so weggeflext. Wenn, muss ich alles weiter nach hinten bauen. Ich muss den Bowler nach hinten setzen, zack. Ich weiß nicht, ob er umbaut. Er wird nicht umbauen, oder? Er baut in die Mitte. Er baut in die Mitte, 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 er baut in die Mitte. Er baut nicht in die Mitte. Ich hätte es so lassen sollen. Perfekt. Ja, perfekt. Zack, zack, noch ein Hit. Nein, porte dich doch nicht weg, du dumme... Ja! Oh, Digga. Also, Real Talk, Mindgame ist absolut gar nicht meins. Ich weiß nicht, ob er umbaut. Er hat umgebaut, aber anders, als ich gedacht habe. Warum skillt er den Bowler? Ich weiß nicht, ob das so stark ist. Es müsste meins sein. Es müsste meins sein, wenn... So. Woo! Big Spin auch noch weggemacht. Wir sind in so einer kranken Streak, meine Freunde. Das ist die krasseste Streak überhaupt. Wir sind in einer 16er Streak und haben Big Spin lang gemacht. Alter, ich stehe so unter Druck. Mein Herz. Nicht wieder Big Spin, Digga. Ich bin immer noch in meiner Streak. Ich will nicht mehr gegen Big Spin spielen. Leck mich doch am Arsch. Ich will nicht gegen Big Spin spielen. Nein! Und der Bowler auch noch. Der Bowler macht auch noch diesen, Alter. Was ein frecher Move. Komm, hitte. Dankeschön. Nein, nicht aufs Skelett gehen. Das Skelett ist böse, nicht aufs Skelett. Oh, Digga. Das ist wieder so close, Alter. Perfekt, ich habe keinen E-Wizard. Ich habe einfach immer noch keinen E-Wizard gekriegt. Er spielt halt nicht schlecht. Er spielt halt absolut nicht schlecht, muss man sagen.
Genau, auf die Archer Queen bitte. Guard ist weg. Ja, es ist schon wieder buggy gewesen. Was war das denn schon wieder? Die Countess dreht sich achtmal im Kreis oder was? Ich kann ihn so schlecht einschätzen. Nein! Er wechselt einfach nie seine Position. Bixbin baut nie um. Never. Er macht meine Streak kaputt. Er macht die Streak kaputt. Er baut halt nicht um. Er hat, glaube ich, in seinem Leben noch nie die Position gewechselt. Bixbin hat meine Streak kaputt gemacht, Digga. Nein, nein, nein. Bixbin zerstört die Streak. Digga. Ich bin so traurig gerade. Bixbin hat jetzt unsere Streak kaputt gemacht. Wir haben es einfach echt noch auf Platz 9 geschafft. Wie geil ist das denn, Digga? Es ist ja so befriedigend. Es ist so geil. Oh mein Gott, Alter. Ich habe die letzten Tage nur Tokens gewastet und es lief so geil heute. Es lief so geil. GG. Ja, meine Freunde, der Platz 9 ist einfach noch unser. Es ist absolut geil. 17er Winning Streak. Einmal sogar gegen Bixbin gewonnen. Und dann kommt Bixbin mit seinem Hard-Counter-Bogey-Deck. Und ich hatte keine Chance. Echt schade. Naja, hoffentlich geht's so weiter. Es wäre saugeil, wenn wir nochmal die Platz 6 oder sowas schaffen würden. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye, euer Psy.